Hey, na? Tag. Also erstmal hatte ich vor ein paar Tagen Geburtstag. Und deswegen sieht man jetzt erstmal, was so zur Feier des Tages sieht man jetzt einfach mal, was so jetzt hier in den nächsten Tagen und Wochen läuft. Geil, oder? Ist geil, oder? Ist gut, oder? Ja, aber das kommt jetzt halt erst später, also wie gesagt in den nächsten Tagen oder Wochen. Und das jetzige Video wird erstmal ein bisschen was anderes und ich hoffe, ihr habt die Aufmerksamkeit, um das mitzumachen. Es geht ein paar Minuten. Wir gucken einfach mal rein, oder? Was ist denn für ein Video? Na, das Video jetzt hier gerade. Hä? Na, die gucken doch gerade alle zu. Film ab! Ich rede jetzt erstmal so weiter. Keine Sorge, so ein Video bleibt die Ausnahme. Freut euch auf Trolling Singer 4 übermorgen. Statistisch gesehen hat jetzt eh die Hälfte schon abgeschaltet. Daher an dieser Stelle ein umso größeres Danke an alle, die sich das komplette Video anschauen. Nosterafo TV war kein am Reißbrett konstruierter Plan, um reich zu werden. Es war und ist ein Kloppi, der mit ein paar Kumpels Scheiße baut, um das Beste aus seiner recht gammligen Heimatstadt zu machen und irgendwann einfach die Kamera draufgehalten hat. Nach und nach ist sogar sowas wie ein Kanal daraus geworden, der langsam sogar eine steigende internationale Zuschauerschaft für sich gewinnen konnte. Während YouTube in den letzten Jahren aber immer kommerzieller, professioneller wurde und viele YouTuber ihr Hobby mit strategischem Kalkül und bewusster, zielgruppenorientierter Kanaloptimierung zum Geschäft gemacht haben, habe ich immer ganz bewusst solche Mechanismen meiden wollen. Ich habe keine Lust, in jedem Video darauf hinzuweisen, doch bitte zu abonnieren und halte meine Zuschauerschaft auch für intelligent genug, um von alleine den Like-Knopf zu finden, wenn sie denn das Bedürfnis haben, mitzuteilen, dass ihnen ein Video gefällt. Ich komme aus einer Zeit, da gab es auf YouTube noch Sterne als Bewertung und fast ausschließlich irgendwelche Hansel, die Bock hatten, mit einer ranzigen Kamera ihr Kinderzimmer zu filmen. Als ich dann selbst aktiv mit YouTube angefangen habe, haben alle einen Herr Tutorial verhöhnt, weil er aktiv seine Zuschauerschaft angehalten hat, seine Videos bitte mit 5 Sternen zu bewerten und zu abonnieren. Fast alle waren sich da noch einig. Cool ist das nicht. Die Zeiten haben sich aber geändert und das und noch viel, viel mehr und vor allem Schäbigeres ist heute längst gang und gäbe auf dieser Plattform. Von Product Placements mit der Authentizität des Lächelns eines Nordkoreaners bis hin zu kompletter Verarsche seiner Zuschauer. Doch nur weil es mittlerweile normal ist und sich so gut wie keiner darüber aufregt, finde ich es nicht weniger uncool. Ich habe keine Lust, Titten, rote Pfeile und Kreise in jedes Thumbnail zu klatschen. Ich will nicht permanent betteln, dass ihr doch bitte Videos in alle sozialen Netzwerke blasen sollt. Und ich habe keinen Bock, nur noch Hot Bitches zu pranken oder für schnelle Klicks in the Hood Pranks zu faken und damit unter meiner Zuschauerschaft latenten Rassismus zu fördern. Ich habe keine Lust, meine Kreativität durch Uploadzeiten und feste Formate einzuschränken. Nosterafo TV ist kein catchy Name, das Kanalbild sagt nichts aus, einen Uploadplan gibt es nicht, scheiß drauf. Und trotzdem, mit YouTube seinen Lebensunterhalt zu verdienen, nicht mit Arbeit ausgelastet zu sein und demzufolge viel mehr Zeit und Ressourcen in das Projekt stecken zu können, wäre eine geile Sache. In der aktuellen Lage des Kanals aber allein von Werbeeinnahmen hinzukommen, ist nicht mal für eine Person möglich, geschweige denn mehrere, was natürlich der Idealfall wäre, da es schwer ist, sich alleine bei Pranks zu filmen. Das Ding ist, dass ich genau wüsste, wie es richtig funktionieren würde. Ich hätte mich längst den eben beschriebenen Praktiken hingeben können und hier harten Sellout machen können. Aber das finde ich, und soweit ich das beurteilen kann, auch ihr einfach nicht cool. Zumal es meiner Meinung nach stark die Kanalqualität senken kann. Das, womit ich mich noch am besten anfreunden kann, ist sowas wie T-Shirts, also Merchandise zu machen. Und da ist die Nachfrage auch immer relativ groß. Obwohl ich selbst da das Konzept ungeil finde, dass ihr uns Geld gebt, damit ihr auf der Straße Werbung für uns macht. Zu all diesen Mechanismen muss es doch eine Alternative geben. Hey, wow. Das ist Kunst. Das ist Kunst, ja. Super gut. Das ist Kunst. Ich finde, sowas muss unterstützt werden. Hier. Vielen Dank. Bitte schön. Nächsten Monat komme ich wieder. Das muss unterstützt werden. Bitte. Wir sehen uns. Super geil. Ich finde das richtig gut, was du machst hier. Man muss unterstützt werden. Ist schon in Ordnung. Kannst du annehmen. Ich bin jetzt dein Patron. Was geht mal hier? Jetzt denken garantiert einige von euch, Alter, der nächste Kanal, der auch damit ankommt. Ich bin absolut offen für Alternativvorschläge und werde wie immer jeden Kommentar unter diesem Video durchlesen und auch Fragen gerne beantworten. Also falls ihr bessere Ideen habt, immer raus damit.
Ich habe lange darüber nachgedacht und mich letztendlich für Patreon entschieden, weil ich es für eine der ehrlichsten und transparentesten Möglichkeiten sehe. Ehrlichkeit im Sinne von, ihr wisst, woran ihr seid und müsst kein schäbiges Product Placement oder irgend sowas Unehrliches befürchten. Und transparent insoweit, dass jeder sehen kann, wie viel Geld dort eingeht. Transparenz ist sowieso eine Sache, die mir relativ wichtig ist, weil ich sie selbst bei anderen vermisse. YouTube ist durch Authentizität groß geworden. Eine Beauty Queen, die jede Woche für ein anderes Produkt Werbung macht und es immer super duper toll findet, ist nicht authentisch. Zu Transparenz gehört natürlich auch, unbequemere Fragen zu beantworten, wie eine der häufigsten, wieso kam so lange nichts auf dem Kanal? Um mit der Transparenz anzufangen, gehe ich kurz darauf ein, spreche zumindest über die Dinge, die nur mich direkt betreffen und keine Dritten. In den letzten Jahren habe ich aufgrund von Allergien, Polypen und was auch immer meinen Geruch und damit einhergehend meinen Geschmackssinn fast vollständig verloren und auch Lungenprobleme bekommen, die mir körperliche Anstrengung teilweise unmöglich gemacht haben. Dass gleichzeitig noch meine Ohrenprobleme machen und meine Haare angefangen haben auszufallen, war außerdem nicht förderlich. Ich habe mich Anfang 20 wie ein Rentner gefühlt. Ohne dass ich es bewusst mitbekommen habe, bin ich langsam in eine ziemliche Tiefphase gerutscht. Das und andere Faktoren, die aber andere mitbetreffen, haben mich nicht gerade motiviert. Ich will das auch nicht zu lang ausdehnen, dann einen auf, oh, mir geht's so schlecht, Mitleidsschiene machen. Zudem sind all diese Dinge entweder besser geworden und oder ich habe mich damit abgefunden und bin hochmotiviert, Videos zu machen. Es gab aber noch andere Gründe für wenig Aktivität auf diesem Kanal, wie im vorletzten Video kurz angeschnitten, die Entwicklung von Pranks in der letzten Zeit, die etwas demoralisierend war und zudem ganz einfach die hohe Zeitinvestition, die unsere Videos einfach brauchen. Wir engagieren eben nicht kurz mal ein paar Schauspieler und drehen schnell 10-mal den gleichen Prank hintereinander. Außerdem ist bei so einem Wetter das Film auch manchmal ein bisschen problematisch. Und auch wenn ich gerade Zeit habe, brauche ich mindestens noch einen Kameramann. Wenn aber alle unter der Woche auf Arbeit sind, kann auch das schwer sein. Deshalb wäre der Idealfall, dass mindestens 2 dauerhaft an diesem Projekt arbeiten könnten. Aber das ist aktuell einfach absolut nicht möglich. Deshalb der Versuch Patreon. Vielleicht noch T-Shirts oder so und vielleicht ergibt sich auch noch mal was ganz anderes. Wichtig ist zu sagen, dass sich nichts für nicht zahlende Zuschauer ändern würde, sollte plötzlich eine Unmenge an Geld eingehen. Also doch, es würde sich was ändern. Wir wären in der Lage, größere, aufwendigere, geilere und teurere Videos umzusetzen. Aber es würde keine Exklusivvideos für zahlende Zuschauer geben. Auf der anderen Seite wird sich aber auch nichts ändern, sollte sich in einem Monat rausstellen, dass insgesamt nur 2 Leute Bock haben, jeweils 1 Euro zu geben. Wenn man nebenbei noch richtiger Arbeit und Privatleben nachgehen muss, bleibt einfach nicht so viel Zeit für Hobbys. Es geht also darum, eine Idee zu unterstützen, wenn man Bock drauf hat und ein bisschen Kleingeld übrig. Oder halt auch nicht. PayPal hat heutzutage auch so gut wie jeder, sodass es für die, die Bock drauf hätten, uns bei Patreon zu unterstützen, auch nicht weiter umständlich wäre. Ein weiterer Vorteil von Patreon ist außerdem die Unabhängigkeit von YouTube an sich. Wir hatten nicht selten schon Probleme mit Strikes und ähnlichem und so würden wir nicht komplett am Arsch sein, sollte mit dem Kanal mal was passieren. Ein paar Änderungen wird es aber geben, mit oder ohne Patreon. Der Zweitkanal Nosterafakt, geiler Name übrigens, wird reanimiert, aber bis auf weiteres ausschließlich deutsch sein. Dort werden einige Feedback-Videos und anderer Heiden-Gaudi kommen und das zu untertiteln wäre ein riesen Aufwand. Außerdem kommen noch einige Sachen, die nur in Deutsch funktionieren. Das heißt im Umkehrschluss, Outtake-Videos kommen in Zukunft auf dem Hauptkanal. Schaut euch die Outtakes zu Hitman oder Assassin's Creed an, die sind fast geiler als die Originalvideos. Des Weiteren würde ich gerne das nicht wirklich vorhandene Konzept des Kanals etwas lockern und auch mal etwas andere Videos hochladen. Nach Trolling Singer kommt dann mal probehalber ein kleiner Pilot von einem kurzen Kampfvideo, auf das wir mal Bock hatten. Wenn ihr davon mehr gut fändet, lasst es uns gerne wissen. Ich weiß, dass Leute sich gerne mal sehr schwer tun, wenn es um Neues geht, aber versucht bitte dem offen gegenüber zu sein. Außerdem ersetzt es keine Prank-Videos, sondern kommt zusätzlich. Alles in allem jetzt halt nicht so die krassen Änderungen. Früher hieß ja einfach nur das Motto Pranks, Stunts und Fun und das wird einfach wieder ein bisschen mehr angestrebt. Also schaut euch im kommenden Monat an, was auf diesen beiden Kanälen kommt. Es wird weitaus mehr als gewöhnlich sein, wir haben ein bisschen vorproduziert. Und so wie der kommende Monat abläuft, könnte es in Zukunft immer aussehen, sollte das mit Patreon lukrativ klappen. Falls es nicht reicht, lasse ich euch das auch wissen, da kann jeder abspringen, der dann keinen Bock mehr hat, Transparenz und so. Also wer Bock hat, schaut in die Beschreibung und findet dort den Link zu unserem Patreon. Wie gesagt, auch wenn es nicht klappt, wird der Kanal nicht aufhören. Es ist ein Herzensprojekt und das wird es auch bleiben. Aber die Chance auf mehr würde ich schon gern ausprobieren. Ich weiß, dass wir schon noch viel Potenzial nach oben hätten. Wie gesagt, bin ich mehr als offen für Ideen eurerseits. Wir sehen uns in den Kommentaren. Auf jeden Fall schon mal ein richtig fettes Danke für die Aufmerksamkeit bis hierhin und vielleicht für das Interesse, uns zu unterstützen. Ansonsten freut euch auf das Trolling Singer 4 Video in 2 Tagen und habt einen schönen Tag. Peace.